Hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. Vor einiger Zeit hat mir ein Student geschrieben, ob ich ein bisschen funktionale Analysis hochladen könne. Ich brauche das für sein Masterstudium. Leider hatte ich zu dem Zeitpunkt keine Zeit, was hochzuladen, also Videos zu machen und hochzuladen. Jetzt habe ich da ein bisschen Zeit und jetzt lade ich also ein bisschen funktionale Analysis hoch. Das kommt natürlich jetzt für diesen Studenten zu spät, aber vielleicht für einige von euch, die das jetzt gucken, noch rechtzeitig. Oder ihr guckt das eben außerhalb einer Vorlesung und interessiert euch einfach so dafür. Man muss wissen, ich habe schon ein bisschen funktionale Analysis hochgeladen. Also ich habe schon einen Satz von Herrn Banach, einen Satz von der offenen Abbildung, einen Satz vom abgeschlossenen Graphen, die Definitionen von Banachräumen, Hilbert-Räumen und so weiter und so fort. Ich möchte einfach hier die Playlist ein bisschen aufstocken. Und dafür gucken wir uns jetzt einen von den Darstellungssätzen von Ries an. Und zwar dieser Darstellungssatz, der gibt uns eine Beziehung zwischen dem Dualraum von einem Hilbertraum, also sagen wir, unser Hilbertraum heißt H, und der Dualraum dazu, das sind zur Erinnerung die beschränkten, darauf kommt es an, die beschränkten linearen Funktionale von H nach C, also in die komplexen Zahlen. Dieser Darstellungssatz gibt uns also ein Isomorphismus von Hilbert-Räumen zwischen H und H-Stern, also zwischen dem Hilbert-Raum und dem Dualraum. Und ja, das ist also das, was wir jetzt hier besprechen wollen. Noch als Hinweis für diejenigen, die das Konzept des Dualraums erst nochmal wiederholen möchten, dazu habe ich auch ein Video gemacht. Also da habe ich, das findet sich, glaube ich, auch in der Playlist Funktionale Analysis oder sonst in der linearen Algebra. Also da habe ich besprochen Dualraum und Bidualraum. Aber jetzt hier, ich habe es ja eben schon erwähnt, gibt es einen Unterschied zur normalen linearen Algebra. In der normalen linearen Algebra besteht ja der Dualraum aus den linearen Funktionalen auf dem Vektorraum. Also aus linearen Abbildungen von dem Vektorraum in den zugrunde liegenden Körper. Und wenn wir hier über den Dualraum sprechen, dann meinen wir nicht alle linearen Funktionale. Also H-Stern besteht nicht aus allen linearen Funktionalen, sondern nur aus den beschränkten linearen Funktionalen. Sind die beschränkt bezüglich der Operatornorm. Das im Hinterkopf behalten. Das möchte man deswegen, weil man möchte, dass dieser Dualraum genauso wie der Hilbertraum selber vollständig ist. Also, dass ein Banachraum ist. Also, man fordert eben ein Hilbert oder man definiert eben ein Hilbertraum ist ein spezieller Banachraum, also ein vollständiger, insbesondere ein vollständiger Raum. Und damit das jetzt auch für den Dualraum H-Stern gibt, fordert man, dass da nur die beschränkten linearen Funktionale drin sind. Dann kann man zeigen, dass das dann eben ein Banachraum ist, also ein vollständiger Raum. Okay, also das nur vorausgeschickt. Betrachten wir jetzt also den Satz von Ries. Dann machen wir es so. Bevor wir den betrachten, kurze Vorüberlegung. Also wenn wir ein beliebiges Element Lambda aus unserem Vektorraum, ich meine Quatsch, aus unserem, ja, ist auch ein Vektorraum, aber aus unserem Hilbertraum nehmen, also Lambda, dann können wir ja folgen, sieht man das hier? Ich schreibe ja, okay. Wenn wir jetzt also Lambda, irgendein beliebiges Lambda aus dem Hilbertraum nehmen, dann können wir ja Folgendes machen: Auf dem Hilbertraum haben wir ja ein inneres Produkt. Dann können wir gucken, das innere Produkt schreibe ich hier mit solchen spitzen Klammern. Also dann können wir ja Folgendes anschauen: Spitze Klammer, also hier geht das innere Produkt los. Dann setzen wir hier dieses beliebige Lambda ein. Und hier, das ist praktisch eine Leerstelle, da können wir jetzt weitere Elemente von dem Hilbertraum einsetzen. Dann bekommen wir für jedes Lambda wenn wir mit dieser Konstruktion hier basteln, ein lineares Funktional von H nach C. Ja, also jetzt können wir jetzt hier ein zum Beispiel Lambda 2 einsetzen, also ein anderes Element von dem Hilbertraum. Und dann ist dieses innere Produkt ja im zweiten Slot linear. Und deswegen bekommen wir also eine lineare Abbildung hier nach C. Und das heißt also, für jedes Lambda bekommen wir so eine lineare Abbildung. Und
Und ich denke, das ist nicht allzu schwierig. Das, ich radiere gleich wieder weg, damit wir hier nicht durcheinander kommen mit dem, was hier steht. Und die Frage, die jetzt beim Satz von Ries dahinter steckt, ist, können wir auch in die andere Richtung gehen? Also wir haben jetzt eben gerade gesehen, dass das, was ich jetzt gerade wegradiert habe, für ein Lambda können wir so ein lineares Funktional hinschreiben. Okay, man muss sich noch überlegen, dass das auch beschränkt ist. Ja, also mit der Operatornorm, wie gesagt, schreibt man sich einfach hin, benutzt die Ungleichung von Cauchy-Schwarz und dann steht das davor da, dass das auch beschränkt ist. Also wenn man eben so, wie ich gerade gesagt habe, ein lineares Funktional einführt, dann ist das auch beschränkt. Also das ist dann ein Element von H-Stern, vom Dualraum von H. Und dann ist eben die Frage auf die Ries eine Antwort gibt, können wir auch in eine andere Richtung gehen. Also können wir auch jedes beliebige lineare Funktional, also jedes beschränkte lineare Funktional, also jedes Element von H Stern auf diese Weise schreiben. Also können wir für jedes beschränkte lineare Funktional so ein Lambda finden, so wie das Lambda eben gerade, sodass wir dieses lineare Funktional als so ein inneres Produkt schreiben können, wo wir eben das Lambda in den ersten Slot reinsetzen. Und ja, die Antwort, die Ries uns da eben gibt, ist ja, das können wir und das können wir sogar auf eindeutige Weise tun. Und ja, damit sind wir endlich zu dem gekommen, was wir jetzt eigentlich hier besprechen wollen. Also, jetzt gucken wir uns mal den Satz an. Also, der Satz sagt, für f aus H Stern, also für ein beliebiges beschränktes lineares Funktional aus ja, also für ein beliebiges Element aus H Stern existiert ein Lambda, und zwar genau ein Lambda. Aus H mit der Eigenschaft, dass f gleich f von Lambda ist. Also f von Lambda, das soll jetzt praktisch das sein, was ich eben hingeschrieben habe. Also ich schreibe es jetzt doch nochmal hin, aber es ist natürlich blöd, obwohl ich es gerade wegradiert habe, aber so, das wäre also das. Also das hier soll f von Lambda sein. Ja? Also jedes lineare Funktional f können wir so schreiben. Lambda hier vorne eingesetzt und das soll jetzt f von Lambda heißen. Okay, also das ist die Aussage und das eben auf eindeutige Weise. Und ja, das heißt also, wenn wir jetzt uns im Vorgriff schon mal überlegen, was das dann insgesamt heißt. Das heißt also dann, wir können jedem Lambda ein solches beschränktes lineares Funktional zuordnen und andersrum können wir jedem beschränkten linearen Funktional eindeutig ein solches Lambda zuordnen. Das heißt, wir haben eben einen Isomorphismus, eine Bijektion, und die ist auch noch linear in beide Richtungen, zwischen H und H Stern. Und das ist also das, was wir zeigen wollen. Und dazu müssen wir jetzt also, wie gesagt, nur zeigen, dass wir zu einem beliebigen F aus H Stern eben so ein Lambda angeben können, sodass wir also dieses gewünschte Funktional F als F von Lambda schreiben können. So, und das ist nicht allzu schwierig. Gucken wir uns mal den Beweis an. Also, wir können gleich mal annehmen, dass unser beschränktes lineares Funktional f ungleich 0 ist. Also, habe ich hier geschrieben, f OBDA ungleich 0. Weil, wenn das gleich 0 ist, ja, dann setzt man einfach im ersten Slot 0 ein. Und dann haben wir hier, ja, wie oft will ich das noch wegradieren? Also wenn wir hier unser Skalarprodukt haben und dann können wir, wenn f gleich 0 ist, dann können wir hier 0 einsetzen für Lambda und dann haben wir f dargestellt. Okay, also lass es jetzt mal stehen. Also f können wir annehmen, ohne Beschränkung der Allgemeinheit ist ungleich 0. Also wenn f eben gleich 0 ist, dann wissen wir, was zu tun ist, dann können wir es trivialerweise hinschreiben. So, wenn also f ungleich 0 ist, dann heißt das, dass wir unseren Hilbertraum H als direkte Summe vom Kern von F und dem orthogonalen Komplement von F schreiben können.
Und zwar jetzt deswegen, weil der Kern von der jetzt nicht leer ist. Mein orthogonale Komplement von dem Kern von F nicht leer ist, weil eben nicht jedes Element von H im Kern von F ist, weil F nicht die Nullabbildung ist. Das haben wir ja gerade ausgeschlossen. Wir haben ja gerade gesagt, F soll ungleich Null sein. Also können wir H so schreiben als direkte Summe von dem Kern von F und dem orthogonalen Komplement von diesem Unterraum. Und der ist also nicht leer, dieses orthogonale Komplement. Und das heißt, wir können also dann ein Y aus diesem Komplement wählen, also wieder Y aus diesem Komplement. Und wir können jetzt gleich annehmen, dass dieses gewählte Element den Betrag 1 hat. Falls nicht, skalieren wir das eben, dann hat es den Betrag 1, da verlieren wir nichts. Und dann machen wir folgende Definition. Wir sagen, Lambda soll sein f angewendet auf dieses Y, was wir jetzt gerade gewählt haben. Davon, dass die konjugierte komplexe Zahl, also f von y, ist dann in den komplexen Zahlen, dann gucken wir davon die konjugierte an und das Ganze multiplizieren wir mit y. Und das ist jetzt also unser Lambda. Und ja, ich behaupte jetzt, dieses so definierte Lambda, das leistet jetzt also dieses hier, also gibt uns jetzt so ein f-Lambda, das die Eigenschaft hat, dass es eben gerade f ist. Und um das nachzuprüfen, gucken wir einfach, was machen denn diese beiden linearen Funktionale? F von Lambda, wenn wir es auf ein beliebiges Element von x anwenden. Und wie unterscheiden sie sich? Also, was wir machen, ist, wir wenden die beiden auf ein Element von x an und gucken uns die Differenz vom Ergebnis an. Wenn die beide auf jedem x dasselbe ausspucken, dann sind sie gleich als Abbildung, also als lineare Funktionale. Das heißt, wir können also jetzt hier angucken, f von Lambda minus f angewendet auf x. Und dann wollen wir, dass das 0 ergibt, dann wissen wir, dass f Lambda mit diesem hier so definierten Lambda gerade unser f ergibt. Okay, und ja, das müssen wir jetzt so noch ausrechnen und kurz gucken, dass das auch wirklich stimmt. Also, Lambda ist wie gesagt so definiert und f von Lambda, hatten wir ja gesagt, bekommen wir, also indem wir Lambda in den ersten Slot einsetzen und dann eben x in den zweiten Slot. Das heißt, wir haben hier dieses innere Produkt hier, das ist jetzt also unser f Lambda und davon ziehen wir f von x ab. Und hier kommt ein kleiner Trick ins Spiel. Wir multiplizieren das Ganze jetzt mit dem inneren Produkt von y mit sich selber. Das ist ja einfach 1, das können wir ja machen. Wir haben ja hier vorausgesetzt, dass y Betrag 1 hat, also Norm 1 hat. Und ja, dann können wir dieses f von y konjugiert, das können wir hier in den zweiten Slot nach hinten ziehen. Dabei geht die Konjugation verloren. Und dann haben wir hier nur noch y stehen. Also wir ziehen das hier praktisch raus. Das können wir ja machen. Und lassen es hier hinten rein wandern. Dabei verlieren wir die Konjugation. Und dieses f von x, das ziehen wir hier hinten rein. Und dann bekommen wir insgesamt dieses Skalarprodukt, also y, f, y, x. Das ist jetzt also dieses hier, was hier in diesen zweiten Slot gewandert ist. Und dieses fx kommt von hier. Und ja, ich behaupte, dieser Eintrag hier im zweiten Element, der ist im Kern von f
Und ja, das können wir auch einfach nachrechnen. Das habe ich also hier getan. Wir können also jetzt schreiben f von diesem Ganzen. Und dann werten wir das aus. Dann bekommen wir f von y mal f von x minus f von x mal f von y. Das ist also 0. Das heißt, das hier, was ich jetzt hier unterkringel, das ist also im Kern von f. Aber y ist ja nicht im Kern von f. Denn y ist ja ein von 0 verschiedenes Element aus dem orthogonalen Komplement von f. Und das heißt, dieses Skalarprodukt hier zwischen y und diesem Element aus dem Kern von f, das ist gleich 0. Also hier ist, das hier ist praktisch unsere Nebenrechnung. Und damit können wir also schließen, dieses Skalarprodukt hier ist gleich 0. Und damit sehen wir also f Lambda minus f angewendet auf x. Das gibt tatsächlich 0 und x war ja beliebig gewählt. Und damit wissen wir, dass f Lambda und Lambda das gleiche sind. Und damit haben wir also tatsächlich nachgewiesen, dass dieses so gewählte Lambda uns ein f von Lambda gibt, das f gerade darstellt. Und damit haben wir also diesen Darstellungsteil von dem Darstellungssatz gezeigt. Jetzt müssen wir uns noch die Eindeutigkeit überlegen. Okay, das ist eigentlich klar. Ja, ganz kurz. Also wenn es zwei Lambda gäbe, also angenommen f wäre gleich f von Lambda 1, wäre gleich f von Lambda 2, ja, dann sind das jetzt haben wir hier so zwei solche Lambda, die das leisten, dass sie f darstellen. Ja, dann können wir schreiben, also wenn wir das dann auch rechnen, dann würden wir bekommen Lambda 1 minus Lambda 2 und hier an so der Stelle wäre gleich 0 und dann würde folgern, dass Lambda 1 gleich Lambda 2 ist. Also nur so ganz kurz angerissen, das vielleicht einfach nochmal selber, wenn ihr das nachrechnet, nochmal in Ruhe aufschreiben. Das habe ich hier ein bisschen wenig Platz, um das noch ausführlich hinzuschreiben. Okay, soweit also dieser Darstellungssatz von Ries. Also wie gesagt, nochmal kurz zusammengefasst, wir bekommen also einen Isomorphismus von Hilbert-Räumen zwischen dem Hilbert-Raum H und dem Dualraum, dem Raum aller beschränkten linearen Funktionale. Und ja, ich hoffe, das Video war für euch hilfreich. Wenn ja, bitte nicht vergessen, ein Like zu geben. Und ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr mal in die Playlist Funktionalanalysis reingucken. Ich werde vielleicht in der nächsten Zeit noch ein bisschen mehr zu diesem Thema hochladen. Ja, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.